Ist klar, dass die Rotation immer ein Gedanke ist, vor allem weil wir nur englische Wochen auch vor uns haben. Wenn wir an Sonntag denken, gegen Hoffenheim wird es schwer, dann kommt Mittwoch der Pokal in München und dann schon wieder auch in Gladbach. Wir werden nicht mit 11 oder 10 Spielern durchkommen. Wir werden schon auch uns Gedanken machen, ob wir ein paar Positionen wechseln, aber wie, haben wir noch Zeit. Eine gute Mannschaft. Das haben wir auch letzte Woche schon gesehen. Von daher sind wir froh über die 3 Tore, die wir erzielt haben, aber wissen eben, dass wir nochmal 100% brauchen in 90 Minuten. Hart arbeiten müssen, unser Tor verteidigen müssen, weil sie vorne Qualität haben, die es nicht ins Spiel kommen gilt. Die Spieler wissen, dass wir eine gute Ausgangsposition haben, aber auch noch nichts erreicht haben. Das Spiel muss gespielt werden, muss 100% absolviert werden. Wir haben 3:0 Führung, aber es ist schon viel passiert im Fußball und deswegen brauchen wir uns nicht sicher fühlen. Wir müssen arbeiten, wollen das Spiel gewinnen, wollen Tore erzielen und wollen unseren Zuschauern was bieten. Yeah.